Die Wissenschaft weiß inzwischen, dass der Placebo-Effekt kein Voodoo ist, sondern dass man das eben messen kann im Blut und dass man es auch sehen kann im Gehirn. Wieso nutzen Operationen, die gar nicht durchgeführt wurden? Und weshalb helfen große, bunte Pillen besser als kleine Tabletten? Solchen Fragen geht die Placebo-Forschung nach. Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Helga Kessler hat mit Placebo-Forschern wie Ulrike Bingel und Manfred Schildlowski das Buch Placebo 2.0 – Die Macht der Erwartung herausgegeben. Helga, du hast dich intensiv mit dem Placebo-Effekt befasst. Was ist das Faszinierende daran? Faszinierend ist die Stärke der Wirkung von Placebos. Die kann so groß sein wie das eigentliche Medikament. Also bei Schmerzmedikamenten oder Antidepressiva wirkt ein Scheinmedikament, wo eigentlich gar nichts drin ist, genauso gut wie das echte Medikament. Das ist faszinierend. Wieso wirkt etwas, wo nichts drin ist? Ja. Das ist wirklich erstaunlich und es liegt an der Erwartung, die Patienten haben, wenn sie ein Medikament verabreicht kriegen und das Gefühl haben, das wird mir helfen. Dann stößt es im Gehirn Prozesse an, die so quasi die innere Apotheke aktivieren, was dann zu Selbstheilung führt. Wenn man sich das mal anschaut hier auf diesem Bild, dann könntest du vielleicht kurz erläutern, was da eigentlich passiert. Ja, zweimal ähnliche Situation. In beiden Fällen kriegt die Patientin ein Schmerzmedikament verabreicht, links über eine Pumpe und rechts über eine Person, Ärztin oder Schwester. Rechts weiß man aus diesem Versuchsanordnung, dass die Wirkung viel höher ist als links. Und da braucht es eben den menschlichen Kontakt in der Medizin. Das heißt also, dieser Hightech-Apparat, der wahrscheinlich sehr viel Geld kostet, ist höchstens genauso effizient wie ein Mensch, der mir mit Mitgefühl diese Flasche anhängt? Er ist nicht so effizient, auch nicht höchstens. Er ist deutlich weniger effizient als die Person, die dann wirklich das Medikament verabreicht. Das erklärt ja auch ein bisschen diese sprechende Medizin, wo ich eben einen Arzt oder eine Pflegerin mir gegenüber habe, die mir genau erklärt, was ich jetzt bekomme und mir auch das Vertrauen oder die Zuversicht gibt, dass das Medikament auch wirklich wirken wird. Und genau dieses Vertrauen löst eben diese Erwartung aus, die dann die Selbstheilung anstößt. Jetzt weiß ich aus deinem Buch, dass das sogar funktioniert, wenn ich weiß, dass ich nur ein Scheinmedikament bekomme. Wie erklärt sich das? Genau gleich wie vorher. Auch in dem Fall haben die Patienten ja die Erwartung, dass dieses Scheinmedikament wirkt. Man erklärt ihnen eben bevor dieser sogenannten offenen Placeboabgabe, dass in früheren Situationen Scheinmedikamente ihre Wirkung entfaltet haben, obwohl Patienten wussten, da ist gar nichts drin. Und dann hat man ganz viele Versuche gemacht. Am Anfang hat man gedacht, das wird nicht wirken. Und es wirkt eben auch. Es wirkt bei Schmerzen, es wirkt bei Reizdarm, bei ganz vielen Erkrankungen weiß man das inzwischen. Hat das was damit zu tun, wie sympathisch mir der Arzt ist beispielsweise oder wie gut er mir das erklären kann? Also wichtig ist, dass man als Patient, Patientin dem Arzt vertrauen kann, also insofern eine gewisse Sympathie auch hat, dass man vertrauen kann wirklich, dass das, was der erzählt, auch stimmt. Weil wenn er mir erklären kann, was ich habe und mir dann die Zuversicht geben kann, dass er mich heilen kann, dann genau treten eben diese Placebo-Effekte auf. Gibt es denn jetzt auch Menschen, die dagegen immun sind, also bei denen es überhaupt nicht wirkt? Ja, die gibt es. Es sind nicht so viele, aber die gibt es. Kinder sprechen noch viel stärker an als Erwachsene. Und bei den Erwachsenen gibt es eben viele, wenige, die nicht ansprechen. Hat das was mit der Einstellung zu tun? Kann ich das bewusst unterdrücken? Nein, das kann man nicht. Man weiß auch nicht genau, woran das liegen könnte. Das ist eine spannende Frage für die Forschung. Da wird auch gesucht, aber bisher ohne Ergebnis.
Jetzt gibt es ja auch, wie du vorher erwähntest, man knüpft an Erwartungen an oder an Erfahrungen an. Jetzt gibt es Untersuchungen von deinem Co-Autor Manfred Schedlowski, der versucht zu zeigen, dass man diesen Effekt trainieren kann. Ja, man kann lernen, das heißt es eigentlich. Und da gibt es eben dieses berühmte Experiment mit einem Hund, dass man dem Hund immer, wenn er Futter gekriegt hat, auch eine Glocke vorgespielt hat, dass man die Glocke geklingelt. Man wiederholt das mehrfach. Der Hund, der lernt, immer wenn es klingelt, gibt es Futter, dann fließt der Speichel, weil er sich auf das Essen vorbereitet. Und nach etlichen Durchgängen klingelt man nur noch die Glocke und löst dann trotzdem auch den Speichelfluss aus, weil der Hund gelernt hat, immer wenn es klingelt, gibt es Essen. Das heißt, man macht das Experiment genau. Warum? Was will man damit beweisen? Man will nichts beweisen, sondern man will wirklich diesen Lerneffekt antrainieren. Und man kann das ja eben auch übertragen auf Menschen. Und das wäre dann so ein Beispiel für Menschen? Ja, das wäre so ein Beispiel, dass man diese Tropfen, das können jetzt zum Beispiel Schlaftröpfchen sein, die man abends einnimmt. Und die kann man kombinieren mit Lavendel. Lavendel hat einen einzigartigen, sehr starken Duft. Wenn man jetzt mehrere Abende immer an diesem Lavendel riecht, nimmt dann die Tröpfchen, dann kann man nach einer Woche vielleicht anfangen, die Tropfendosis zu reduzieren, in der Hoffnung, dass es irgendwann wirkt, wenn ich einfach nur am Lavendel rieche und ich schlafe dann eben auch ein, ganz ohne Medikament. Wie kann ich denn jetzt sicher sein, dass mir ein Arzt ein echtes Medikament gibt? Der Arzt darf kein Scheinmedikament verabreichen. Er muss, wenn er meint, er könnte dem Patienten Placebo geben und das könnte wirken, muss er mit dem Patienten das besprechen, muss ihm das genau erklären und dann kann der Patient sagen, okay, ich glaube an sowas wie Placebo-Effekt, wenn ich kleinere Gebrechen habe und du hast das Gefühl, lieber Doktor, dass es bei mir hilft, dann darfst du mir das geben, ohne dass du mir sagst, was du mir gibst. Was ist denn eigentlich der Vorteil jetzt beim Arzt? Warum sollte er mir überhaupt ein Placebo geben wollen, statt ein richtiges Medikament? Jedes echte Medikament hat ja auch Nebenwirkungen. Und wenn man jetzt, und das ist eben auch das Schöne bei diesen Lernversuchen, wenn man die Dosis reduzieren kann oder wenn man das Medikament womöglich gar nicht geben muss, dann habe ich natürlich auch weniger Nebenwirkungen. Also diese Geschichte mit dem Lerneffekt hat man ausprobiert. Das ist ein berühmtes Experiment von Schedlowski mit Patienten, die eine Niere transplantiert bekamen. Und die kriegen ja starke Immunsuppressiva mit massiven Nebenwirkungen. Also um die Abstoßungsreaktion. Um die Abstoßung von dem neuen Organ zu unterdrücken. Und jetzt hat man herausgefunden, in Versuchen mit Nierentransplantierten, die lernen das, also ihr Immunsystem lernt das und stößt diese Stoffe, die Abstoßung unterdrücken, aus nach einer gewissen Zeit. Also heißt es, längerfristig könnte man die Dosis von Immunsuppressiva reduzieren. Es funktioniert auch bei Allergien zum Beispiel. Da kommen ja noch interessante Erkenntnisse auf uns zu. Jetzt gibt es auch den sogenannten Nocebo-Effekt. Ist das jetzt im Prinzip die andere Seite von genau, Placebo? Genau, das Gegenteil. Negative Erwartung löst eben unerwünschte Wirkungen aus. Typisches Beispiel, Beipackzettel von einem Medikament, da stehen ja immer alle Nebenwirkungen drauf. Der Patient liest, es macht Erbrechen, es macht Schwindel, es macht Kopfschmerzen. Viele kriegen dann eben diese Nebenwirkungen, ohne dass sie das Medikament überhaupt genommen haben. Also heißt, fragen Sie Ihren Arzt und lesen Sie keinen Beipackzettel. Genau, das ist sowieso immer das Bessere. Man hört immer wieder, dass der Placebo-Effekt so eine Art Voodoo oder Hokuspokus sei. Was sagt denn eigentlich die Medizin und die Wissenschaft dazu? Also der heutige Mediziner nutzt ja ähnliches Zubehör wie die alten Voodoo-Heiler. Der hat halt ein Stethoskop um den Hals und die haben irgendwelche Amulette rumgehabt, was eben auch signalisiert, ich bin vom Fach, ich kann dir helfen. Und
Die Frage war ja Wissenschaft. Die Wissenschaft weiß inzwischen, dass der Placebo-Effekt kein Voodoo ist, sondern dass man das eben messen kann im Blut und dass man es auch sehen kann im Gehirn. Und die Medizin kennt den Effekt, nutzt den aber, wie wir finden, jetzt wir Buchautoren eigentlich zu wenig. Wäre es sinnvoll, Sie mehr daran zu erinnern, oder kann man über diesen Placebo-Effekt das Gesundheitssystem im positiven Sinne beeinflussen? Oder ist da noch ein Vorbehalt? Denn im Grunde müsste man ja sagen, Dinge, die fast nichts kosten, Lavendelzweige beispielsweise, könnten ja auch das Medizinsystem entlasten. Das sind jetzt zwei Fragen. Ich antworte erstmal auf die erste Frage. Es müsste tatsächlich in der Medizinausbildung, müsste Placebo mehr thematisiert werden. Heutige junge Ärzte wissen einfach zu wenig drüber. Und die sprechende Medizin ist ja auch die Medizin, die eben nicht mehr gut bezahlt wird von unserem Gesundheitssystem, was ja eben gerade Placebo-Effekte verhindert. Wenn man jetzt irgendwann in ein paar Jahren vielleicht so weit ist, dass Ärzte Placebos mehr nutzen, dann wäre die nächste Frage, wären Placebos erstattungsfähig durch die Kassen? Und die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Also die wird in unserem Buch auch von entsprechenden Fachleuten positiv beantwortet. Es gibt andere Kreise, die sich bereits mit dem Thema Placebo befassen. Die kommen auch in deinem Buch vor, nämlich beispielsweise sowas. Ja, beim Sport kann man Placebo-Effekte auch nutzen zur Leistungssteigerung von Sportlern. Da gibt es eben auch Versuche, dass man Radsportlern sagt, sie bekommen koffeinhaltiges Getränk, kriegen aber eigentlich nur Zuckerwasser. Und sie nehmen dieses Zuckerwasser und können länger radeln und besser radeln als diejenigen, die eben Zuckerwasser gekriegt haben und denen man gesagt hat, du kriegst Zuckerwasser. Also auch im Sport hat man die Placebo-Effekte. Wie schaut es in anderen Bereichen aus? Die Werbung, Marketing nutzt ebenfalls Placebo-Effekte. Und da weiß man ja auch, wenn man eine schöne Verpackung wählt für eine Pralinenschachtel oder für eine Weinflasche, ein schönes Dekor, dann signalisiert das teuer, wertvoll, besser und hat dann natürlich auch den höheren Preis. Also man kann denselben Wein in verschiedene Flaschen verpacken und man kann aber nur die schön verpackte Flasche wirklich teuer verkaufen. Auch das Placebo-Effekt. Das heißt, wir lassen uns gerne verführen. Ihr habt in eurem Buch noch weitere Bereiche geschildert, nämlich bei Künstler, die sich damit auseinandergesetzt haben und eine Art Placebo-Kunst gestaltet haben. Das Buch selbst ist kein Placebo, sondern ist ganz handfest. Gibt es einem nämlich tiefe Einblicke in ein interessantes Forschungsgebiet. Darum möchte ich Ihnen dieses Buch empfehlen, wenn Sie sich damit auseinandersetzen wollen, ob Sie jemand sind, der auf Placebo anspricht oder nicht. Oder auch, wenn Sie weitere spannende Erkenntnisse sammeln wollen. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.